Das ist schon wieder das wildeste Setup in der YouTube-Geschichte. Aber immerhin haben wir eine schöne View im Hintergrund. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von Mire. Wir wollen heute ein bisschen vegane Produkte testen. Ich bin hier übrigens nicht alleine, das ist Niklas. Hallo. Ich habe nur ein Mikrofon, deswegen müssen wir mal so ein bisschen... Sharon. Genau, ich hoffe, das geht vom Sound her. Ich finde es eigentlich immer voll unangenehm, wenn das so gewechselt wird, das Mikrofon. Ja, hoffentlich zerfließen wir nicht. Es sind 30 Grad, es ist ultra heiß. Aber wir waren gestern im Lidl einkaufen in Griechenland, wo wir gerade sind. Wir sind in so einem ganz kleinen Ort, Kamari heißt es. Und in der Nähe gab es ein Lidl und da haben wir ein paar Sachen gefunden, die es in Deutschland nicht gibt. Deswegen dachten wir... Wir zeigen euch die mal. Genau, let's go. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich auch nicht. Es ist... Was ist es überhaupt? Ich kann auch... So eine Art Kartoffelsalat, glaube ich. Es ist... Ja, also halt natürlich von Memondo, ist ja die vegane Marke von Lidl. Dann in der gleichen Art Tzatziki. Dann haben wir hier noch ein... Ich glaube, es ist ein Hefezopf. Das ist noch nicht übersetzt, aber ja, es sieht aus wie ein Hefezopf. Den habe ich auch noch nie gesehen. Also ich gehe öfter im Lidl einkaufen in Berlin und da gibt's sowas auf jeden Fall nicht. Habe ich das noch nicht gesehen. Also ich glaube, im Lidl kann man die eigentlich so in der Brötchentheke manchmal kriegt man die. Das genau. Sind so Würstchendogs. Ich glaube, sie sind dann ein bisschen größer. Das sind nicht die gleichen, weil die von Lidl sind eigentlich von Vegans. Ja. Also aus der Theke da, aus dieser Brötchentheke da. Aber es ist so ähnlich, es ist halt so eine Wurst und ein Brot. Aber das testen wir heute Abend, oder? Genau, das testen wir heute Abend. Genau, dann haben wir noch Schokoaufstrich. Ich habe keine Ahnung, ob es den in Deutschland gibt. Ich glaube, es gibt einen von Memondo. Ja, aber der ist in einem Glas. Das ist Plastik. Okay. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gab den auf jeden Fall auch noch in Zartbitter, was ich fancy fand. In Blau dann, das ist echt ganz cool. Aber wir haben nicht Zartbitter genommen, weil es eigentlich immer geiler. Und als letztes haben wir noch vegane Goat Cheese. Veganen Goat Cheese Käse. Den hatte ich auch noch nicht im Lidl gesehen. Auf keinen Fall. Also es gibt ja von Memondo die anderen Scheiben, die Kavi Gouda sind oder so. Deswegen finde ich es halt richtig fancy, dass es halt, weil es Griechenland ist, dann das auf einmal mit Ziegenkäse gibt. Das war auch der einzige Käse in vegan, stimmt, der dort war. Ja. Ich bin eigentlich kein Ziegenkäse-Fan. Ich bin gespannt, wie mir der schmeckt, aber... Na und was ich auch sagen muss, wir haben keine vegane Wurst gefunden. Also wenn man irgendwie auf vegane Wurst so zum Frühstück steht, dann geht man im Lidl leer aus. Da war nichts. Und auch kein gehacktes. Ja, wir hatten gestern noch so Burger, aber die haben wir jetzt nicht mitgetestet, weil die gibt es in Deutschland auch in der Art. Aber sonst, ja, war das Vegane, was es da gibt. Und natürlich noch Milch und so, aber ist halt nur Hafermilch. Okay, wir haben das jetzt alles vorbereitet. Wir starten direkt rein. Ich würde sagen, lass uns mit dem Ziegenkäse anfangen. Genau, der Ziegenkäse, ja. Bitteschön. Danke sehr. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie Ziegenkäse schmeckt, aber der ist lecker. Ja, ist ganz okay. Also, er ist nicht, also ich stelle mir Ziegenkäse immer sehr streng vor. Ja, also Ziegenkäse von Ziege schmeckt widerlich, meines Erachtens nach. Der ist essbar. Ist jetzt nicht der ganze Käse, den es gibt, aber... Er hat eine andere Konsistenz, würde ich sagen. Und das ist ein bisschen... Echt? Ich finde, er ist genau wie normaler veganer Käse. Nur weiß. Ich finde es lecker. Ja. Also wir haben jetzt unser Setup ein bisschen verschoben und die Kamera, die scheint wie auch zu heiß geworden zu sein. Es sagt auch die ganze Zeit Gegenlichtporträt, was keinen Sinn ergibt, weil die Sonne eigentlich von der Seite kommt. Also hoffentlich können wir mit den Aufnahmen überhaupt was anfangen. Egal, weiter geht's. Womit machen wir weiter? Mit Tzatziki oder mit dem anderen? Mit dem Tzatziki. Okay, tatsächlich haben wir das gestern schon gegessen beim Abendbrot. Ist jetzt nicht ganz ein frischer Test, aber... Ich weiß nicht, wie ich sage, aber es ist super lecker. Es ist joghurtig, frisch. Die Gurken sind großartig. Dieses Zeug ist unfassbar lecker. Ich bin auch richtiger Fan. Wir haben das andere gar nicht bewertet. Was gibst du dem Ziegenkäse? Von 10. 10 ist unser Ding. Dann sage ich 10 Katzen, weil hier laufen überall kleine Katzen. Okay, dann sage ich, der Ziegenkäse, ich würde den kaufen, ich würde dem 7 Katzen. Ich würde dem 7 Katzen geben. Echt? Also ich fand den ganz gut, aber ich fand den halt echt unspecial. Ich würde dem 5 geben. Okay. Und ich finde, es gibt wesentlich geileren Käse. Ja, okay. Aber das hier kriegt auf jeden Fall 9 von 10. Ja, das ist auch bei mir eine 9. Ja. Dann das nächste, was auch immer es ist, Kartoffelsalat oder so? Ich glaube, es ist Kartoffelsalat. Ich auch weird, das auf Brot zu essen, aber naja. Also ich sag mal so,
Es ist, glaube ich, die gleiche Grundmasse. Echt? Auch dieses Joghurtige. Ist lecker. Nee, ich mag es nicht so gern. Ich find's gut. Ich weiß halt nicht mal, was es genau sein soll. Ich finde, es schmeckt ein bisschen irgendwie dünn. Nicht so richtig geil cremig wie das andere. So, es hat nicht so viel Geschmack. Ich weiß, was du meinst. Also mir hat das Tzatziki besser geschmeckt. Ich gebe dem, es ist nicht eklig. Ich sage immer 6 von 10. Ich glaube, vielleicht ist es weird, weil wir es auf das Brot gepackt haben. Ja, vielleicht war das der Fehler. Ich glaube, so als, also ich meine, es ist aber auch in dem gleichen, in der gleichen Verpackung. Also es ist, glaube ich, für aufs Brot, oder? Nein, Tzatziki ist ja auch nicht aufs Brot eigentlich. Ja, stimmt. Nee, es wird auch gar nicht aufs. Okay, ich glaube, ich gebe wieder eine 7, weil ich glaube, dass es eigentlich nicht aufs Brot gehört und wir es einfach als Frühstücksbrotzeugs essen. Wir wechseln jetzt auf süß. Ja, hier ist dieser Hefezopf. Und der ist sehr weich. Ich glaube, der ist geil, der riecht richtig geil. Oha. Ultra lecker. Oh mein Gott. Mhm. Ach, das ist gut. Er ist ganz fluffig. Und so ein bisschen zitronig-vanillig. Ich glaube, da ist auch eine Vanillenote drauf. Mhm. Das war richtig lecker. 9 von 10 auf jeden Fall. Auch 9 von 10. Ja. Das ist richtig gut. Ich glaube, den kann man tatsächlich auch gut mit herzhaft essen. Ich bin ja auch so ein Freund von süß auf herzhaft. Also ich werde den gleich mal mit einem bisschen Käse probieren. Oh nee, das finde ich ganz seltsam. Oh, nee. Nee, ich bin eher der Fan von süß da drauf. Ich finde süß auf süß ist immer so doppelt süß. Ja, ist auch geil. Deswegen habe ich hier den Schokoaufstrich drauf getan. Aber es ist jetzt auch schwer, den Schokoaufstrich alleine zu bewerten, ne? Geht schon. Boah, treib halt. Das ist krass. Sehr, sehr süß. Also ich finde den nicht so geil, weil ich finde den irgendwie zu intens, aber auch nicht so auf eine geile Art intens. Also man merkt die Haselnuss. Er ist ganz lecker, aber ganz ehrlich, wenn man Bionella hat, ja. Warum sollte man das essen? Und, also ich meine, gut, aber vielleicht ist es auch, liegt auch daran, dass es halt zu, also süß auf süß war. Ich glaube, ich probiere den nochmal. Mach nochmal ein Brot fertig. Ja, ich mach nochmal ein Brot fertig. Eine Sekunde. Okay, testen wir das schnell. Nee. Ich finde, der hat so eine komisch krümelige Konsistenz. Mhm. Als wäre die Haselnuss nicht ganz fein. Irgendwie seltsam. Intensiv und aber auch irgendwie nicht. Aber also auch irgendwie viel zu süß, oder? Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir doch Zartbitter nehmen sollen. Na, egal. Also tatsächlich ist es viel zu süß. Also es ist viel süßer als Bionella. Ja. Aber man merkt die Haselnussnote. Also es ist, glaube ich, eine Menge Haselnuss drin. Aber ich finde, das Mischverhältnis ist zu süß. Aber ich habe mal gehört, dass es auch Varianten gibt in anderen Ländern, dass sie dann quasi, wenn das Land süßer ist, dann machen sie mehr Süße rein und so. Also ja, die machen ja auch den Eiskaffee hier mit kaum 3 Kilo Zucker. Deswegen, vielleicht liegt es da dran. So, die Kamera ist gerade schon wieder ausgegangen. Deswegen, ich würde sagen, wir beenden das jetzt ganz schnell. Was ist unsere Bewertung für diese Schokocreme? Ich sag 4 von 10. Ja, 4 von 10. Also es ist komisch. Die ist zu süß und die ist auch irgendwie nicht lecker. Also ich fand sie nicht gut. Ja, vielleicht wäre Zartbitter geiler gewesen, wissen wir jetzt nicht. Anyways, ich blende noch ganz kurz hier die Würstchen-Dog-Bewertung ein. Okay, sie sind jetzt ein bisschen trocken, aber sie vorgestern gegessen und ich finde sie richtig lecker. Sie sind halt so mini, also nicht wie die Würstchen-Dogs, die es in Deutschland gibt. Aber sie sind genauso lecker auf jeden Fall. Ich würde denen schon so 9 von 10 geben. Und man kann die so wegschnecken. Ich habe, glaube ich, vorgestern 10 gegessen. Ja, also das ist die Größe, was Kara vorhin meinte. Die sind halt wirklich relativ klein. Ich glaube, der Würstchen-Dog, den man im Lidl kaufen kann, der ist mindestens 3-mal so groß. Na, ja, der ist auch so. Na, der ist. Ja, okay. Ja, ist nur so. Auf jeden Fall relativ klein, aber es sind halt kleine Snacks. Sie waren super easy zu machen. Also wir hatten hier in unserer Unterkunft hatten wir nur eine Mikrowelle mit Grillfunktion. Das hat großartig funktioniert. Die sehen, wenn sie rauskommen, sind sie sehr kompakt. Und man denkt nicht, dass es cool wird. Und dann ist es aber doch aufgegangen und war fluffig. Und ich habe gestern so 5-6 gegessen und die waren richtig lecker. Immer noch gut. Ein bisschen trocken, aber lecker. Von mir kriegen sie auch eine 9. Und dann war es das mit unserem kleinen Griechenland-Lidl-Tasting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von dieser Reise sehen möchtet, dann schaut euch sehr, sehr gerne dieses Video an oder hier ein paar vegane Reisetipps.
Und um nichts weiter zu verpassen, weil es kommen auf jeden Fall noch so ein oder zwei Videos zu dem ganzen Vegan auf Reisen-Thema, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, danke für deine Hilfe. Gerne. Noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.